Moin zur siebten? Siebten. Ja, ich glaube doch schon sieben. Siebten. Was auch immer. Playcast rettet irgendwie jemanden, glaube ich. Ich bin ziemlich raus. Für mich ist das wahrscheinlich sowieso schon Episode 720, weil Fraps natürlich, ne? Deswegen bin ich jetzt auf Open Broadcaster umgestiegen. Was allerdings zu zweierlei Sachen führt. Erstens, ich kann diese Einspieler nicht mehr machen, weil ich einfach mit OBS das direkt aufnehme. Was bedeutet, nachdem ich jetzt die Aufnahme oder beziehungsweise das Spiel beendet habe, ich das sozusagen schon direkt gerendert habe, dass es sofort eine MP4-Datei ist und ich sie sofort hochladen kann. Das heißt, es wäre doppelt und dreifache Arbeit, da jetzt nochmal irgendwelche kleinen Clips reinzubauen, weil da muss ich es halt nochmal rendern und dann wird die Datei wahrscheinlich noch größer. Und dann muss ich, keine Ahnung, das Ding halt nochmal hochladen, was irgendwie nicht so geil ist. So, wir sind wieder in Brasilien und irgendwie sieht keiner dieses dreckige Alien da hinten, nur der Kamul. Damit der Kamul aber auch trifft, werfen wir den Typen jetzt erstmal eine Granate hin. Hier haben wir jetzt übrigens unseren neuen Rekruten Anna. Und wir hoffen mal, dass der Kamul mit seinen zwei Schüssen bei 66% trifft. Jupp. So. Das bedeutet dann, dass leider diese lustigen Einspieler wahrscheinlich nicht mehr vorkommen können. Ist zwar doof, aber ja. Ich glaube, das ist dann nicht so, ja, zeitmanagementmäßig geil. Dafür könnte ich sozusagen aber jetzt die Folgen schneller raushauen, was ich ja sowieso schon eher getan habe, weil ich nehme auf, mache Aufnahme aus und bam, Folge ist fertig. Ich kann sie sofort hochladen. Es sollte auch relativ dieselbe Qualität sein, wenn nicht, dann muss ich halt einfach ein paar Kilobytes mehr in das Video stecken und dann haben wir es auch, weil, ja, dürfte jetzt nicht so schlimm sein. Yay. Der andere Vorteil ist von OBS, dass das so eine integrierte Rauschsperre oder sowas hat. Das heißt, wenn ich eine Zeit lang nicht rede, dass das Mikrofon dann einfach aus ist und mein Rauschen weg ist. Und weil ich finde, dass mein Rauschen relativ stark ist, ist das für mich eigentlich relativ gut, weil mir ist es derbe unangenehm. So. 46%, do it. Nope. Ein Schuss hast du ja noch. Jupp. Es könnte sein, dass es, glaube ich, so ab und zu so kleine Frame-Drops gibt, aber ich hab's lieber so, als dass ich irgendwie 5 Frames hab, wie in Fraps. Also, nee. Also das war echt die Hölle. Das werde ich nie wieder mitmachen. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich meine, mein PC hat genug Power, das Spiel ist nicht so anspruchsvoll. Ich habe auch mehr als genügend Festplattenspeicher. Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht ist auch irgendwas kaputt oder so. Aber das Problem ist ja, es ist ja nicht mal nur das Spiel. Das sind eigentlich alle Spiele, die ich mit Fraps aufnehmen würde. Ich habe mal mit einem Matthias noch eine Runde Battlefield aufnehmen wollen. Das ist dasselbe Problem gewesen. Und Battlefield ist ja anerkannt leistungsansprechender als das hier. Aber ja, da ging es auch so 5 bis 7 Minuten relativ flüssig mit 30, 40 Frames und zack, bumm. 2 Frames. Es ist so nervig. Was ich mir auch noch überlegt habe, ist, dass ich ja meist die ganze Zeit nur über so rede, ja hier, jetzt gehen wir dahin, töten den, machen das und das. Was sich für mich als Zuschauer relativ langweilig herausstellen würde, würde ich sagen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass ihr mir doch einfach irgendwie ein bestimmtes Thema oder mehrere Themen so aufschreiben könnt oder schreiben könnt, worüber ich dann labern soll. Keine Ahnung, kann irgendwas Aktuelles, sonst was, Playcast bezogen, was auch immer. Zum Beispiel kann ich euch sagen, dass das Worms-Turnier so gut wie für den Arsch ist. Einfach aus dem Grund, da ja Raphael jetzt aus dem Playcast raus ist, wird es relativ schwer sein, das noch weiterzuführen.
Ronny und Jan nicht wirklich zu ihrem Match kommen, was nicht an denen liegt, sondern einfach, weil Ronny halt am Arbeiten ist jetzt und echt beschissene Arbeitszeiten hat, damit wir das aufnehmen können. Der ist halt irgendwie mehr erst so um 8 bis 10 Uhr zu Hause und der hat dann auch, der ist auch halt total am Arsch und hat auch keinen Bock, dann was aufzunehmen, was ich vollkommen verstehen kann. Das heißt, der komplette rechte Turnierbaum ist abwesend. Das heißt, das einzige Match, was wir hätten machen können, ist ich gegen Matthias. Und lustigerweise haben wir das Match schon gemacht und meine Tonspur ist weg. Ich habe die anscheinend irgendwie aus Versehen gelöscht oder sonst was. Das heißt, das Match ist auch ungültig. Das heißt, das Ding ist ein komplettes Desaster, um ehrlich zu sein. Ja, sowas, also solche Sachen zum Beispiel, zum drüber labern. Oder was weiß ich, was ich vom Papst halte. Aber erstmal zurück zum Spiel, da sind ein paar Mutons jetzt gespawnt. Ich hoffe mal, dass Anna wenigstens diesen Kampf überlebt. Da ja Sven so weit vorne ist, kann er ja schön so einen Battlescanner werfen, weil ich würde gern wissen, was die dicken, großen, grünen Männer machen. Ich bin auch gerade übrigens voll auf Energy Drinks. Wo sind die? Also ist, glaube ich, jetzt irgendwie mein dritter. Ey, lacht mich nicht aus, wie man die Scheiße ausspricht. Sexergy? Sexergy? Was auch immer, dieses komische Energiedingen da. Gab es bei uns im Laden für 1 Euro. Habe ich mir mal 8 Stück gegriffen. Waren dann 10 Euro auf den scheiß Dosen Pfand drauf. Ist aber egal. Ich habe Energy Drinks to the max. Mit verdammt nochmal Minzgeschmack. Wie geil ist das denn? Das ist verdammt nochmal ein Pfefferminz-Tee mit Energy-Zeug drin. Und ich liebe Pfefferminztee. Aber ich hasse Zahnpasta. Das ergibt keinen Sinn, aber es ist einfach so. Obwohl das Zeug eigentlich, glaube ich, relativ gleich schmecken soll. Und wo sind die verdammten grünen Mistkerle? Übrigens noch was ich machen kann mit Open Broadcaster ist, ich könnte jetzt die Webcam relativ easy einbauen. Ich weiß zwar nicht, ob das jemand sehen will, wie ich hier die ganze Zeit nur rumsitze und labere, weil viel mehr wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber das könnte vielleicht ein relativ guter Ersatz sein dafür, dass ich keine Clips mehr einbauen kann. Okay, ich weiß nicht, ob es am Spiel liegt oder an der Aufnahme, aber diese Action-Cam, also die letzte Figur, die sich mal bewegt, die ruckeln derbe, ne? Also, das ruckelt aber auch schon bei mir. Also, das ist Licht nicht nur an der Aufnahme, glaube ich. So, wo sind die? Haben die sich wieder weggeportet oder wie? Kann ja nicht sein, dass sich so grüne Riesen wegporten dürfen. Gut, Kai, dann dahin. Wahrscheinlich laufe ich den jetzt voll in die Arme. Ja, wie gesagt, halt Webcam, ne? Dann sitze ich hier halt mit meinem Headset und laber, während ich meine coolen Drinks trinke. Was der Matthias ja sehr gerne mag, wenn Leute trinken. Und ja, haben wir halt hier so eine gemütliche Runde Taktik und Spaß und Blut und Gore wahrscheinlich ein bisschen. So. Ich habe echt keinen Bock jetzt da reinzulaufen, weil die sind hundertprozentig auf Overwatch. Und so wie ich meine Rekruten kenne, werden die sofort verrecken. Ey, wo sind die hingerannt? Das gibt doch nicht. Das ist doch nicht möglich. Die sind wahrscheinlich in so eine hinterste Ecke gelaufen, weil sie gesehen haben, dass ich irgendwie zwei von ihren Kollegen gekillt habe. Ey, die sind ja immer noch nicht da. Was denn das los? Was denn das los hier? Ja, die seid irgendwo da hinten. Wie weit seid ihr denn weggerannt? Habt ihr so viel Angst vor mir? Ich glaube, ich kann die auch einfach gleich ignorieren und gehe sofort ins Schiff rein. So. Aber die sind ja da auf der linken Seite, das heißt, ich darf mich nicht so
gerade hinstellen. Kai werde ich jetzt noch nicht ziehen. Die Anna auch nicht, weil ich habe dann zu wenig Firepower, um die, wenn ich sie sehe, zu töten. So. Anna braucht erstmal die dicke Deckung, weil sie ist das schwächste Mitglied im Team jetzt gerade. Gut. Das heißt, ich kann Kamul dann hinter dem Baumstamm wahrscheinlich packen, ohne dass ich die sehe. Auch gut. Das heißt, Sven kommt dann hier hinter dem Baumstamm. Und ja, ich meine sowas zum Beispiel, das könnte ich dann jetzt mit so irgendeinem dümmlichen Gesprächsthema überbrücken. Weil im Moment seht ihr, es passiert nichts. Ich muss einfach irgendwie die ganze Zeit den Typen hinterher rennen, weil sie entweder die ganze Zeit wegrennen oder sich so wie Pussys da hinten verstecken. Ja, ich weiß, dass da noch jemand im Schiff ist. Das ist normal. Ja, wow. Wir haben mal einen gesehen. Der wird doch sofort abgeschossen. Wir treffen aber nicht. Verdammt. Ach ja. Ist aber nett, dass er sich so offen hinstellt, Kai. Das kriegst du auch hin, ne? 89%, 75% kritisch. Sehr schön. Wir müssen übrigens noch immer einen Alien fangen. Das heißt, Sven kommt dann nicht gut hin. Aber den nächsten, den können wir ja fangen. So, da hinten ist ja wieder einer. Anna? Magst du ihn killen? Nein, mag sie nicht. Dann halt Kamul. Magst du den killen? Jupp. Marker. Und dann gehst du auf Overwatch, weil dann da hinten der Typ sich auch bestimmt bewegen wird. Und wird wahrscheinlich sogar... Er wird wahrscheinlich sogar eine Granate werfen, weil die stehen einfach zu gut für Granaten. Allerdings kann das auch ein Vorteil sein, weil Granaten mich nicht töten werden. Und ich habe lieber eine Granate, als dass der irgendwie jemanden one-shotten kann. Okay. Kamul muss nachladen. Ja gut, das können wir dann jetzt schon mal machen. Sven... Sven kommt gar nicht ran. Ja gut, dann töten wir den. Okay, wir versuchen ihn zu töten. Shit. Shit, 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 shit. Komm schon, Anna. Gut, einmal haben wir ihn schon mal getroffen. Jetzt muss der Kai nur noch treffen, dann könnten wir ihn mal gleich, wahrscheinlich gleich töten. Oder einfangen. Einfangen wäre besser, weil einfangen ist für die... Yes! Er ist nicht tot und er ist ziemlich angehittet. Das heißt, wir könnten ihn gleich einfangen, wenn er nicht Sven tötet. Das ist jetzt nur noch die letzte, Es war klar. Es war klar. Es war so klar. Es ist so unnötig. Warum hat Sven gerade nicht getroffen mit 89% oder so? Das ist doch wieder scheiße. Ja gut. Jetzt habe ich kein Medic mehr. Jetzt ist das echt beschissen. Und Kamul, reiß dich mal zusammen. Du bist den Namen Triple Kill uns nicht mehr würdig. Sonst ist dein Spitzname wieder Pussy. Das heißt wieder. Dann ist dein Spitzname einfach Pussy. So. Dann lassen wir den Keimer da hinwandern, nachladen. Und die Frau Eye Candy geht jetzt gleich ab ins Schiff. Da jetzt dürfte eigentlich nichts mehr wirklich im Schiff sein. Ist ja abgestürzt, da dürften glaube ich so maximal 6 bis 7 Einheiten rumfliegen. Und ja, gehen wir mal auf die linke Seite. So, dann geht der Kai. Den Kai, den schicke ich jetzt einfach so ins Offene. Wird ja sowieso nichts rumlaufen, außer diese Energiemonster, ne? Das brauche ich ja auch nicht mal einfangen. Sven. Du hast nicht mal lange genug gelebt, um auf Stufe 2 zu kommen. So. Naja. Aber ich glaube, Frendo kommt ja in der nächsten Episode wieder. Episode Mission. Wird dürfte auch wahrscheinlich eine neue Episode dann sein. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit dann jetzt nur auf noch weniger reduzieren soll, obwohl ich jetzt ja, wie gesagt, eigentlich relativ einfacher aufnehmen kann.
Deswegen, ja, ist halt abhängig von dem, wie viel ihr sehen wollt, ne? Die Clips haben es halt richtig lustig und so gemacht, aber ja, es ist halt echt aufwendig, dann nochmal zu rendern und sonst was. Also das ist dann echt nochmal sehr viel mehr Arbeitszeit. Beziehungsweise, es ist nicht mal Arbeitszeit, es ist einfach nur die Zeit, wo ich nichts machen kann, weil ich rendere. Das ist das Doofe. So, 97, do it. Bap, 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 bap. So, ein verloren. So ein Scheiß. So. Aber wir haben wenigstens die Mission jetzt mal fertig. Sven. Anna wurde auch nicht verbessert. Wir haben ein paar Korpses. Und es kommt noch sofort ein Flugzeug. Yay. Müssen wir mal gucken, was der nächste Schritt sein wird. Ich muss auf jeden Fall mehr Rekruten anheuern, weil ich habe nur noch, glaube ich, drei. Und so wie ich die verballer, sieht das nicht gut. Habe ich den jetzt echt nicht einmal getroffen? Ich hatte nicht mal genügend Zeit, da noch einen zweiten hinzuschicken. Was ist denn das für ein Crap? Nur weil mein Typ da zu wenig, keine Ahnung, Flug, was auch immer hatte. So, ja. So, vier neue Rekruten. Hoffen wir mal auf ein paar Männer, weil ich hab halt, ne? So, jetzt haben wir das. Ich gehe dann mal endlich auf neue Rüstung, weil ich will endlich mal, dass meine Leute überleben. Janomatik ist zurück. Sehr gut. Was war da Jan nochmal? Sniper, ne? So, Jan ist zurück. Kamul ist da. Frendo hat noch 6 Tage. Kevin noch 23. Wen haben wir denn hier? Mann, Frau, Mann. Karl Konig. Das ist ein Ö, ihr Vollidioten. König. Aber egal. Ja, gut, haben wir wieder ein paar Männer. Männers. Und einen Deutschen. Jo. Jetzt haben wir auch Laserwaffen. Ich weiß aber nicht, wie sie sich anders verhalten in dieser Mod als in als im Original. So. Ich wollte jetzt eigentlich mal hier ein neues Gebäude bauen, aber da ich ja mehr Rekruten brauchte. Es ist jetzt echt schwer mit dem ganzen Management und so. Habe ich davon noch ein Jahr? Es hätte auch nämlich sein können, dass ich das Ding verloren habe, weil der Sage das ja im Körper hat und er gestorben ist. Ich brauche auf jeden Fall nochmal einen Satelliten. Ich brauche die Dinger einfach. Haben wir noch was zum Verkaufen? Ja. Dann haben wir wieder 60, gut. Dann scannen wir nochmal Phoenix Cannon. Die packen wir mal in Südafrika. Nein, Südamerika. Das habe ich niemals gesagt, dass das Südafrika ist. So. Was wollen die denn? Vier Floater gegen vier Wissenschaftler. Ja, klar, Deal. So. So, zeigen wir euch mal die Phoenix Cannon. Flugzeuge haben natürlich auch andere Waffen. Es gibt später dann, keine Ahnung, EMP-Waffen, Laserwaffen und sonst was alles. Und es ist ein Riesending. Kann ich abbrechen. Kriege ich nicht down. Ich habe noch nicht genug Firepower dafür. Frendo ist wieder zurück. So. Und da das Ding jetzt gelandet ist, müssen wir mal gucken. Wen packen wir denn da alles rein? Sollen wir das so machen? Dann haben wir aber zwei Sniper und zwei Heavies. Das mit den Snipern, das gefällt mir nicht. Dann nehmen wir lieber die Anna. Und die Anna kriegt das. Und so, jetzt gucken wir uns erstmal an, wie funktioniert die. Base Damage 3. Okay, 3 ist weniger als das hier. Allerdings hat das Ding eine kritische Chance auf 80%.
Laser Weapons müssen nicht nachgeladen werden und sie sind. Okay. Okay, die Dinger sind zwar präziser, aber dafür ist ihr Damage auch weniger und sie sind. Ja, unzuverlässiger. Was den Schaden angeht. Aber egal. Wir haben das Ding gebaut, jetzt haben wir es hier. Ist das nicht geil? Also ich finde irgendwie so lila Laser sind cooler. Aber egal. So, gehen wir der anderen Medikit? Ja, komm, wir geben dir lieber Medikit, weil... Ja. Anna ist dann der... Ich hoffe, die Anna wird ein Medic, weil dann passt die weiße Rüstung. Alles. Ist super suit. Habe ich jetzt Frendo wieder reingepackt? Ja, ne? Frendo und... Kamul. Und Kai. Das ist ja fast das alte Team. Nur ohne Kevin. Ach, Kevin. Kevin. So, Kai. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ist denn das Ding? Jupp. Deswegen habe ich auch zwei Heavys. So, Kai. So, der erste Move sollte nicht zu weit rausgehen. Deswegen. Ich hoffe mal, das ist schon nicht zu weit. So. Anna. Setz dich mal daneben den Kai. Wie süß ist der Laser jetzt rot? Der sollte nicht rot sein. Anna, was hast du getan? Warum hast du das Ding jetzt zum roten Laser geändert? Ich hasse es, wenn die Mods so komisch rumspacken und so inkonsequent sind. Ich meine, in dem Startbildschirm, ja, okay, haben wir lila Laser. Im Spiel, noch nein. Warum sollte ich denn auch konsequent sein und das einfach mal durchziehen? So. Ich habe auch jetzt gerade keinerlei Ahnung, wo. Okay, da vorne sind sie. Jetzt ist er wieder. Warte mal, ist die Waffe lila, aber die Lichter an der Rüstung, okay. Das kann natürlich sein. Das ist für mich okay. Okay, Anna. Siehst du was? Nope. Das heißt, der Kai kann da auch hoffentlich hoch. Weil wir wissen ja. Oh, das ist Frendo, verdammt. Egal. Dann geht der Kai dann. Da ist keine gute Deckung. Ja, da muss der Kai da unten bleiben. Weil eigentlich müsste der Keim am höchsten stehen, weil wegen Höhenunterschied kriegt er einen Bonus auf Zielen und so, ne? Kennen wir ja. So. Ich hoffe mal, ihr seht nicht die ganze Zeit die Leute, die in Skype online kommen, ey. Das wird so ziemlich nervig, glaube ich. Wo sind die Faggots? Ich bin jetzt natürlich auch vorsichtig, weil ich keinen Bock habe, meine Leute wieder zu verletzen. Ich meine... Ihr habt mir zwar Rekruten gekoppelt, aber ich will doch nie wieder jemanden verlieren. Ich habe so viel Arbeit und Geld in die investiert. So. Und ich will unbedingt den Laser zeigen. Weil der macht ja... Genau die Geräusche machen die. Ich würde immer vermuten, ein Alien, du Vogel. So, Kai. Okay, einer hat schon mal nicht getroffen und Kai? Auch nicht. Okay. Ist nicht gut. Ist gar nicht gut. Ist auch ein nettes Feature, finde ich, von XCOM. Die Rüstung verändert sich je nachdem, welche Waffe man trägt. Zum Beispiel, wir sehen ja jetzt... ich komme, glaube ich, nicht näher ran. Kann man näher ranzoomen? Nein. Anna trägt jetzt so rote Licht an ihrem Körper. Das ist halt jetzt von dem Laser. Hätte sie jetzt normale Schusswaffen, hätte sie, keine Ahnung, so Munitionsgürtel oder so, wie ihr das beim Kai oder so mal öfters in dem Porträt gesehen habt. So, 27% und schon jetzt 80% Chance zu kritten. Okay. Das ist schon mal geil. Frendo, wir wissen, dass da hinten auch welche sind. Das heißt... Frendo, treff mal bitte. Das ist so eine kleine Bitte an dich. So, Frendo hat schon mal einen Triple Kill. Tja, da macht dir einer deinen Namen streitig, Kamul.
Solltest du mal dran arbeiten, ne? Muss man ein bisschen mehr Einsatz zeigen. Ein paar mehr Raketen schießen und so. Kann ja nicht sein, dass jetzt auf einmal der andere Typ jetzt hier für dich die Triple Kills macht. Du bist faul geworden. Du hast dich auf deinen Ruhm ausgesessen. Jetzt bist du fett geworden. Bist ein ehemaliger Profi. Aber vielleicht haben wir ja jetzt die Chance für dich. Kommt näher ran. Oh. Sollte der Laser nicht auch rot-lila sein? Mano. Kai, 60%. Do it. Oh, das läuft wundergut hier. Wundergut ist ein Wort, glaubt mir. Das habe ich nicht erfunden. Ich wette, wenn ihr das jetzt bei Google eingebt, habt ihr schon 20.000 Seiten, wo drin steht Wundergut. Und die sind alle nicht von mir erstellt. Keine einzige. Weil ich keinerlei Ahnung habe von HTML und so ein Crap. Ich weiß nicht mal, was... Ja doch, HTML ist die Programmiersprache da, ne? Oder C++. Ne, C++ ist doch für Spiele. Was laber ich da für einen Scheiß? Ja, seht ihr, 4, das wäre vielleicht... Und wo war der Laserstrahl? Aber egal, das Ding ist relativ präzise, das heißt, es ist relativ gut für Overwatch. Kai? Kai, wieso siehst du denn nicht? 47%, do it! He's dead. Die Frau sollte sich jetzt eigentlich mal langsam befördern lassen, ich brauche einen neuen Sunny. So, aber wie ihr seht, läuft's ganz nett, du. Kai, lad mal nach. Kamul. Geht mal ein bisschen näher dran. Und wir wissen ja, ne? Das Ding ist nicht abgestürzt. Das heißt, hier sind wieder richtig dicke Dinger. Okay, diese Dinger sind nicht wahrscheinlich richtig dick, aber es sind richtig viele. Und bald ist ja, glaube ich, schon wieder ein neuer Monat. Das heißt, dann kommt wahrscheinlich wieder ein neuer Gegnertyp. Worauf ich keinen Bock habe, weil ich auch mit den jetzigen nicht mehr gut klarkomme. Okay, Kai. Geht hinter dem Bäumchen hier. Kai ist so ein. Ja. Greenpeace-Aktivist. Der mag Bäume. Der umarmt die gerne. Okay, da sind anscheinend wieder ein paar dicke. Jupp. Haben wir jetzt hier noch irgendwo gute Deckung? Okay. Brendo, do it. Kai bleibt da hinten, weil Kai ist Sniper. Kai geht nicht nach vorne. So. Anna geht mal hinter dem Baum. Gut, wir sehen noch keinen. Brendo geht hinter den Baum. Ach verdammt, der hätte gegen den rechten gehen sollen. Egal. Kai bleibt da. Und dann geht halt Kamul dahin. Mit den Recaps, das könnte ich wahrscheinlich machen. Noch. Allerdings weiß ich nicht, ob ich die dann jetzt weiterhin als einzelne Videos so hochladen soll. Oder ich das irgendwie hinkriege, dass ich die immer am Ende der nächsten Folge packe. Was allerdings doof ist, oder? Also ich könnte das Ding in einzeln hochladen. Die vielleicht unlisted machen und am Ende des Videos so einen Link dahin packen. Das könnte ich vielleicht machen. Also dann mache ich halt so ein... Ihr kennt das wahrscheinlich von so diesen großen YouTubern, dass die da irgendwie so ein Quadrat hinmachen, wo dann noch so ein Ausschnitt von dem Dingern ist und die dann so, ja hier, klick hier drauf, dann siehst du das ganze Ding. Das könnte ich wahrscheinlich hinkriegen, das ist jetzt kein Ding. Dann setze ich da noch eine schöne Abo-Box hin und dann schreibe ich nur unten hin, bitte liked und kommentiert und schreibt mir Fanbegriffe. Das mache ich alles. Nur für euch. Ich spüre schon, wie die Energie durch meinen Körper fließt. Gut. Irgendwie habe ich nie Bock, so Türen zu öffnen, weil meistens ist die angemessenere... Gott, wie nennt man das? Reaktion darauf, dass ich sofort sage, nee, mach die Tür wieder zu. Ich will damit nichts zu tun haben, was dahinter sitzt. Aber egal. So, das Squad, mach die Tür auf.
Was auch immer dahinter drin ist, wird jetzt mit Miniguns nicht beschossen, weil nichts dahinter ist. Gut. Kai. Gut, das ist ungewöhnlich. Aber nicht weiter. Ja, ungewollt. Ich bin froh. Ich will eigentlich so lange wie möglich keine unkontrollierten Kämpfe haben, weil ich hätte wahrscheinlich wieder so 20.000 Gegner da hinter der Tür vermutet. So, aber jetzt haben wir uns wieder positioniert und wir gehen jeden Raum langsam durch. Es ist auch gerade ziemlich dunkel in den Raum. Ey, wenn die jetzt einmal rumgelaufen sind, ne, dann hasse ich die dafür. Das der wahrscheinlich der Energiedude. Gucken wir mal. Tür auf und jupp. Nix da. Oh. Allerdings. I don't give a fuck. Ich hab Granaten, Bitches. Los, los, Frendo. Genau. Lutsch das. Anna ist wahrscheinlich nicht in der Nähe, um die Dinger zu fangen. Kannte ich mal bitte das Bewegungsmuster haben? Kai? Kai! Was tust du, Mann? Anna? Anna? Ist auch nicht in der Nähe. Gut. Gut, dann machen wir das so. Anna hier hin. Auf Overwatch. Kamul. Kamul, du kannst doch bestimmt auch eine Granate werfen, oder? Ja, aber du kannst auch bestimmt eine coolere Granate werfen. So, drei Leute. Ich weiß nicht. Ja, machen wir es lieber so. Dann haben wir zwei Einser. Dann könnte ich vielleicht gleich einfangen, wenn jetzt nicht beide sterben. Was nicht möglich ist, aber. Okay, der dürfte wahrscheinlich tot sein. Nein, ist er nicht. Jetzt dürfte wahrscheinlich sogar Anna tot sein, weil ich meine, hey, wir kennen das doch. Gut, 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 gut. Er ist noch nicht tot. Gut. Okay. Kai. Warte, wir gucken erstmal, wie weit kann Anna laufen. Kann Anna in die Reichweite von dem Typen? Oder ist es nicht Anna? Anna kann in keinerlei Reichweite. Anna, was ist denn los? Warum kannst du so wenig laufen? Ja gut, Kai, mach den kalt. So, machen wir das so. Vielleicht blockt auch Kamul die einfach nur. Das kann auch sein. So. Anna? Nein! Och, komm schon. Ja, nee, das Risiko gehe ich jetzt am besten nicht ein. Deswegen. Es ist nicht wert, den Typen einzufangen und dafür irgendwie jemanden zu riskieren. Deswegen gehen wir mal zum guten Kamul und heilen den. Sonst wäre das ziemlich unvorteilhaft, finde ich. So. Hier, werde geheilt. Werde mit dem blauen Nebel des Lebens eingehüllt. Was ist das für ein Medikit? So, Kai. Du hast eigentlich einen relativ guten Job gemacht, außer dass du die ersten 80% nicht getroffen hast. Aber generell, Kai, ich bin mit dir zufrieden. Sorry. Zu viel Energy. Aber ich warte immer noch auf die dicken Heavies da hinten. Ich habe ja noch, glaube ich, ein, zwei Raketen. Wo ist der Energiemann? Da, in der Ecke, wusste ich's doch.
Wie hat er denn jetzt bitte den flankiert? Naja, gut. Dann flankiere ich den jetzt. Ha! Damit hat er nicht gerechnet. So. Und jetzt fehlen noch die zwei Mutons wahrscheinlich da draußen. Dann gucken wir mal, vielleicht kann ich ja davon einfangen. Nein! Jetzt steht der Scheiße. Wahrscheinlich stehen die Mutons jetzt da vor der Tür und knallen den sofort ab. Das wäre ziemlich behindert und doof und unfair. Weil ich dumm bin. So. Ich würde jetzt doch schon gerne wissen, wo die sind. Anna? Bin ich da? Nope. Die sind da irgendwo draußen. Jupp. Aber ich werde trotzdem den Teufel tun und da jetzt rausrennen. Ich bin doch rausgerannt, verdammt. Naja, das zählt wohl anscheinend als Rausrennen noch. Gut. Ab in die Deckung wieder. Was sie nicht sehen, können sie auch nicht töten. Kai, bleib da. Okay, jetzt ist die Frage, sieht er von da jemanden? Yep, das heißt, sie sehen ihn von da auch. Weg da. Die sollen erstmal reinkommen, die Schweine. Kai! Och, Kai! Ich glaube, ich habe einen Mann verloren. Yep, die Anna ist tot. Oder auch nicht. Aber gut. Gut, 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 gut. Er hat ihn nicht flankiert. Ja, ich wollte schon sagen. Verdammt, es reicht nicht aus, um ihn zu fangen. Shit, 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 shit. Und das ist wahrscheinlich zu viel, um ihn zu fangen. Ja. Okay, Overwatch, Overwatch. Vielleicht triffst du ja jetzt Kai. Shit. Jupp. So, Kai, triffst du jetzt? Juppidupp. Und stirbst du jetzt, Anna? Oder stirbst du? Nope. Ich hoffe, jetzt stirbt wirklich keiner. Weil er einfach da so jetzt... Ich glaube, er hat noch ein... Nein! Glück gehabt. Gut, Kai, nimm deine Pistole und knall den Mann ins Gesicht. Sehr verdammt gut. Das ist das Beste, was passieren konnte. Es sei denn, jetzt gerät Anna in Panik. Gut, Kai ist in Panik. Wenn du den jetzt abknallst, dann hau ich dich, Kai. So. Anna? Schock die Bitch. Schock die Bitch. Nicht ein verloren. Wahrscheinlich ist in Kamul, Frendo wieder sofort ins Krankenhaus gewandert. Aber zum Glück ist er nicht verreckt. Aber wer konnte auch ahnen, dass der Typ jetzt einfach in einen Raum mit vier Leuten reinstürmt, ne? Oh, keiner. Und Anna ist ein Medic. Fuck yeah. So, was haben wir denn hier? Heat Ammo gegen robotische Gegner. Oh, nein. Scheiße. Oh, das ist wirklich eine schwere Entscheidung. Heat Ammo, das gilt auch für Raketen, soweit ich weiß. Das heißt, Robotergegner, das sind zwei. Das sind einmal diese fliegenden Scheiben und das sind so Kampfroboter. Ich habe ja zwei Heavys. Ich weiß nicht, ob ich beide darauf spezialisieren soll, weil die Roboter werden wahrscheinlich ein Problem sein. Das ist aber auch nicht schlecht. Und Anna? Ja gut, Anna ist jetzt hier. Ja gut, das wird dann wahrscheinlich eine eurer Entscheidungen am Ende sein. Not only can we interrogate the subject, but bringing an alien back alive provides us with a much better understanding of their physiology. Impressive work indeed. Preparations in the containment facility are well underway. So, dann
gehen wir mal in Research. Und dann machen wir das mal. So, how'd it go, Doctor? Better than expected. Before the creature expired, I was able to extract some new information from it. You're saying that thing spoke to you? Not precisely, but when you have access to a creature's brain, certain patterns can be discerned, recent images and thoughts. And what exactly was our late friend thinking about? This particular image appeared in the creature's thought pattern several times throughout the procedure. We've already met that thing, Doctor. This is hardly the kind of breakthrough we were... And there was a neural link in the creature's mind between this image and this one. That's the thing that pulled a disappearing act when we shot down our first UFO. And let me guess, you want to poke around in its head too. It is the next piece of the puzzle. And this time, instead of shooting it, I suggest we try to capture it alive. So, und da wir das da schon gemacht haben. Dö. Aber jetzt machen wir erstmal das Ding fertig. So, bitte. Commander, the Council is requesting your attention. Secure transmission coming in now. Dr. Valens' interrogation technique certainly is efficient. You'd never know it by looking at her. But that woman is an alien's worst nightmare. Wenn ich jetzt auf Not Now drücke. Okay, also Kamul muss noch upgraded werden. Entweder mehr Schaden gegen Roboter oder dass er einen zweiten Reaktionsschuss macht, wenn der erste nicht trifft. Was haben wir noch? Ja, Operatives mache ich. Dann, ich habe ja noch ein, zwei aufstehende Leute. So, was war dann das nächste, was ich machen wollte oder aussuchen konnte? Research gehe ich dann als nächstes wahrscheinlich auf Plasma Rifles, glaube ich. Und, ja, da war's noch. Da war doch, glaube ich, noch was. We are confident that you'll handle this matter with discretion. Verdammt, da war doch, glaube ich, noch irgendwas. Egal. Ach ja, bezogen darauf halt hier die Fragen, die ich schon vorher gestellt habe, also mit Webcam, Themenvor und sowas, also Themenvorgabe und all die Sachen. Und wir haben übrigens eine neue Granate gekriegt, die Alien-Granate, die macht 1 Damage mehr. 4 Damage und die macht 5 Damage. So, also. Themen, Leveln, Webcam. Pff, ja, das wär's. Leider kommt jetzt kein He-Man mehr. He-Man.